Hi und herzlich willkommen bei unserer dritten Podcast-Folge. Ich bin Melina. Und ich bin Kira. Genau, und gemeinsam reden wir heute über das Thema Minimalismus und wir werden mal schauen, vielleicht reden wir noch über ein oder andere Themen, aber Minimalismus wird heute unser Hauptthema sein. Genau, und ich würde sagen, ich stelle dir gleich schon mal die erste Frage. Mich würde nämlich total interessieren, wie du überhaupt auf das Thema Minimalismus in deinem eigenen Leben gekommen bist. Wann hast du das erste Mal gehört? Also den Begriff habe ich zuerst ganz zufällig beim Surfen im Internet 2015 entdeckt. Da habe ich dann, also ich erinnere mich so genau, weil ich dann schon auch angefangen habe, echt vieles nochmal zu ändern. Eigentlich war ich schon als Kind recht minimalistisch und ich habe versucht, minimalistisch zu sein und hatte dafür aber noch nie einen Begriff. Und mit diesem Begriff, der hat mir dann weitergeholfen und dann hat er mich sozusagen wieder zurück auf die Bahn gebracht, mehr zu reduzieren und zu fokussieren. Ja, cool. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mich relativ wenig mit dem Thema bisher auseinandergesetzt habe. Ich weiß, was Minimalismus ist und ich glaube, das wissen die meisten Zuhörer irgendwie schon auch. Aber mich würde jetzt auch interessieren, wie steigt man da ein? Womit fängt man an? Wenn ich das Thema höre, habe ich immer so das Gefühl, ich müsste alles gleichzeitig anfangen, irgendwie meinen Kleiderschrank ausmisten und meine Küche aufräumen und so. Und mich würde jetzt auch interessieren, wie fange ich damit an? Minimalistischer zu werden, ohne dass mich das jetzt überfordert. Ja, also wie du schon gesagt hast, es gibt irgendwie so tausend Konzepte und Anleitungen, wie man das machen kann. Und vielleicht auch so die letzten Jahre total bekannt geworden ist diese KonMari-Methode. Da gibt es ja sogar, meine ich jetzt, eine Netflix-Serie zu und die Bücher sind durch die Decke geschossen. Und es gibt zahlreiche Methoden und im Endeffekt ist die Antwort, du musst selber deine Methode finden. Also du musst schauen, was möchtest du erreichen? Was hilft dir dazu, dich zu fokussieren? Und für manche Leute ist es eine Anzahl an Dingen. Für manche Leute hat es überhaupt nichts mit Dingen zu tun. Die sehen das auf einer viel psychologischeren Ebene und lösen sich von diesem Materialismus. Und ja, du musst dich ausprobieren. Und das kann Zeit dauern. Das kann nicht von heute auf morgen gehen. Okay, ja, aber mir ist jetzt so, dass ich schon ein sehr ungeduldiger Mensch bin. Und was würdest du jetzt sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Kleiderschrank ausmiste und dann denke, oh, das reicht jetzt nicht, ich habe mir das Ziel gesetzt, ich will nur noch 100 Stücke besitzen. Was kann ich dann tun? Also gibt es da überhaupt irgendwas, was ich tun kann? Oder muss ich dann einfach auch lernen, mit meiner Ungeduld umzugehen, dass es nicht direkt klappt? Oder? Es kann beides sein. Also natürlich kannst du dir überlegen, welche Funktion haben vielleicht auch die Klamotten. Warum hänge ich vielleicht auch daran? Also Marie Kondo zum Beispiel sagt ja auch, nimm jedes Teil in die Hand und frage dich, ob es dich glücklich macht oder fühlt es sich richtig an. Hast du vielleicht schon immer irgendwie gedacht, wenn du das eine T-Shirt angefasst hast, irgendwie fühlt es sich nicht so richtig gut an auf der Haut, aber es sieht eigentlich ganz schön aus. Und jedes Mal, wenn dieses Aber aufblinkt, wenn du merkst, okay, irgendwas stimmt mit damit nicht, solltest du auf jeden Fall darüber nachdenken, willst du es wirklich behalten? Und so kann man schon relativ viel aussortieren. Aber es kann auch sein, wenn du, je nachdem wie viele Klamotten du hast, dass es länger dauert und das mit der Ungeduldigkeit schon ein Problem sein kann. Ja, also ich kenne das halt, wenn ich zum Beispiel meinen Kleiderschrank ausräumen will. Das passiert durchaus öfter mal, dass ich mir dann denke, ja, irgendwie das Teil habe ich mal geschenkt bekommen oder das ist von irgendwie einem ganz schönen Anlass, an den ich mich gerne erinnere. Und eigentlich trage ich das Teil dann gar nicht, aber ich will es irgendwie nicht wegtun, weil ich so eine Emotion damit verbinde, die teilweise dann sehr schön war. Und ich mich dann immer frage, macht das dann Sinn, wenn ich das behalte? Ist es minimalistischer oder auch nachhaltiger, wenn ich das weggebe? Oder wie würdest du das handhaben? Also ich bin so ein kleiner halber Marie Kondo-Fan, deswegen greife ich nochmal sie zurück. Ja. Marie Kondo sortiert immer so in Kategorien. Und so wie du es gerade beschrieben hast, wäre es vielleicht gar kein Kleidung, sondern ein Erinnerungsstück für dich, weil du es halt gar nicht mehr in der Funktion Kleidung verwendest. Und du kannst es dir dann auch als Erinnerungsstück zum Beispiel, ich habe mal eine Zeit lang meine T-Shirts, die ich nicht mehr getragen habe, an die Wand gehangen, sozusagen als Deko. Oder du sagst, ich mache was, ich nehme einen Kissenbezug daraus, weil irgendwie das Logo gefällt mir so gut, aber ich ziehe es eigentlich gar nicht mehr an. Oder tatsächlich, das machen auch viele Leute, Dinge fotografieren, das habe ich auch schon ein paar Mal ausprobiert, und dann gucken, wie oft schaue ich mir die Fotos überhaupt an? Wie eine hohe Relevanz hat jetzt dieser Gegenstand wirklich für mein Leben?
Und sonst auch das Foto behalten oder ausdrucken und die Erinnerung einfach daran behalten und nicht unbedingt den Gegenstand selbst. Und was mir auch richtig gut hilft, ist, wenn ich mich schwer lösen kann oder wenn ich weiß, eigentlich brauche ich es nicht mehr, mir vorzustellen, wie jemand anderes sich darüber vielleicht freut. Ja, ich fühle mich auch immer viel besser, wenn ich weiß, das kriegt jetzt eine Freundin von mir oder irgendwer, den ich irgendwie kenne, weil ich dann das Gefühl habe, es wird nicht verschwendet und es kommt in Hände und die Person freut sich und ich spüre ja dann auch die Freude und dann fällt es mir wirklich leichter, was abzugeben. Aber wenn ich so nicht weiß, wo kommt es jetzt hin und ich muss es irgendwie in einen Altkleidercontainer werfen oder irgendwo abgeben, dann habe ich immer noch so ein bisschen Hemmungen davor, weil ich dann denke, oh ja, das war vielleicht zu teuer oder es ist schade, weil ich habe es nur einmal getragen und genau, aber ich finde es total spannend, dass du gesagt hast, man kann es als Erinnerungsstück aufheben, weil da habe ich bisher noch gar nicht dran gedacht und das ist voll die coole Idee. Das werde ich auf jeden Fall mitnehmen aus diesem Podcast. Das ist schön. Ja, genau, und was mir gerade noch aufgefallen ist wegen den Fotos, ja, ich habe mich gefragt, wie ist das überhaupt mit Fotos machen? Weil ich habe mir letztes Jahr so eine Polaroid-Kamera gekauft und ja, dann gedacht, okay, das ist voll der schöne Gedanke, wenn man dann macht man so einzelne Fotos und hebt die auf und macht nicht so mit seinem Handy so 50 Fotos und sucht sich dann da irgendwie eins von raus, was man dann irgendwie postet oder so. Und dachte dann, ja, das wäre dann irgendwie auch besser, wenn man so bewusst Fotos macht. Aber ich habe so das Gefühl, generell, das macht nicht so viel Sinn, wenn ich viele Fotos mache, die dann auch ausdrucke oder generell so mit der Polaroid mache und die dann irgendwo in ein Album tue und es dann weg ist und ich dann vielleicht in guten Zeiten irgendwie, wenn ich Kinder habe oder so, angucke. Also, Ja. wie machst du das oder wie gehst du generell damit um mit Fotos? Ja, auch die habe ich tatsächlich aussortiert. Ich habe so eine kleine Box zu Hause, das ist meine Erinnerungsbox. Da passt tatsächlich nicht viel rein. Also größere Erinnerungsstücke hätten da jetzt nicht so viel Platz, aber habe ich bisher auch noch nicht. Beziehungsweise das, was größer ist, ist bei mir tatsächlich Deko. Mein Zimmer hat keine konventionelle Deko in dem Sinne, sieht nicht aus wie ein IKEA-Lager, sondern Ja. ich habe viele Fotos bei mir an der Wand hängen und die ich nicht, also manchmal tausche ich die auch aus, so nach Lust und Laune, nach Gefühl. Manchmal drucke ich auch wieder neue aus und hänge sie dazu oder. Ja, das ist dann viel dynamischer, weil ich auch diese Albumgeschichte für mich nicht entdeckt habe. Also ich habe tatsächlich Fotoalben gehabt, da habe ich die Fotos dann rausgerissen, damit ich sie dann an die Wand hängen konnte, weil ich die auch so schön fand und ich fand es zu traurig, die in ein Album zu tun. Ja, also was das Thema jetzt nicht nur mit Fotos zu tun hat, sondern auch generell so, wenn ich alte Sachen wegtun möchte, dann denke ich mir immer, ja, was, wenn ich die irgendwann mal vermisse? Auch jetzt bei Fotos ist es vielleicht nochmal extremer, weil da Ja. meistens sehr Emotionen dranhängen. Was ist, wenn ich das dann vermisse, wenn ich das weggebe oder das irgendwie nicht mehr da ist, weil ich es weggeworfen habe? Ja, kann ich das irgendwie vorher besser einschätzen oder gibt es da irgendwie eine Strategie, wie ich da mich ein bisschen vor schützen kann, dass ich diesen Verlust nicht so durchspüre? Ja, also bei Fotos ist es ja sehr dramatisch, weil die kriegst du nie wieder ersetzt. Ja. Da ist es bei Kleidung meistens so, dass man dann doch vielleicht nochmal mit Glück das Teil wiederfindet, wenn man es braucht. Ich habe tatsächlich auch schon Sachen abgegeben, wo ich mir im Nachhinein gedacht habe, Mist, die Schwimmbrille brauchst du jetzt doch wieder, weil du gehst jetzt doch wieder schwimmen und das ist jetzt ärgerlich. Das ist aber ein Beispiel, das kann man sich ja nochmal wieder gut neu besorgen. Ja, also für viele ist es erstmal vielleicht auch ein Kompromiss oder auch eine Methode, Sachen auszusortieren und dann die Aussortiertkiste erstmal im Keller oder so zu lagern. Und wenn man dann merkt, also wenn man die Möglichkeit hat, nach einem Jahr oder nach 2 Jahren, ich habe es nie wieder hochgeholt und ich habe es nicht vermisst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es noch brauchen wirst, sehr gering. Bei Erinnerungsstücken ist es vielleicht nochmal eine gesonderte Sache, aber bei jedem anderen Teil. Also Küchengeräte, was weiß ich nicht, Elektronik oder Kleidung, Bücher, die wirst du wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Und wie ist das jetzt zum Beispiel so bei Haushaltsgeräten? Ich finde, das ist gerade ein guter Übergang, weil also ich finde diese Idee, die ich häufig auch so lese, dass man so Sachen untereinander tauscht, total cool. Aber ich denke mir dann immer, ja, keine Ahnung, zum Beispiel bei einer Bohrmaschine oder irgendwelchen größeren Sachen,
Will ich irgendwie auch nicht dauernd meine Nachbarn belästigen oder diese fragen, kann ich mir mal eben das ausleihen oder das andere, weil die sind ja dann vielleicht auch nicht zu Hause, es hängt ja dann auch damit zusammen, wo ich wohne, und wie gut ich mich überhaupt mit meinen Nachbarn verstehe, so. Ja, was kann ich denn da tun? Also kann ich da überhaupt was tun oder ja. Also ich mache es tatsächlich so, also nicht unbedingt bei den Nachbarn, haben wir auch schon gemacht, aber wir haben bei uns in der Stadt, und da muss jeder für sich gucken, wo er lebt, so eine Gruppe, so eine Sharing is Caring-Gruppe. Und da sind irgendwie 500, 600 Leute drin, und da kriegt man wirklich so schnell eine Antwort, und die Leute sind hilfsbereit, die wollen auch gerne geben. Und also ich habe da schon mal eine Bohrmaschine drüber bekommen, Okay, tatsächlich. geil. Ja. Doch, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und manchmal, also ich habe zum Beispiel auch einen Kumpel von mir, der kennt sich richtig gut aus mit Fahrrad reparieren. Und ich weiß immer, wenn ich irgendein Werkzeug brauche, der hat das. Und das ist ja halt auch irgendwie eine Art von Kommunikation, die vielleicht bei uns in der Gesellschaft auch verloren gegangen ist, mit Leuten zu sprechen. Dadurch, dass wir halt einfach so Sachen immer im Internet bestellen oder im Laden kaufen und irgendwie gar nicht mehr so fragen müssen und dieses Hin- und Herschleppen von Material gar nicht mehr kennen, dass es für uns heute irgendwie ungewohnt ist. Aber ich glaube, früher war das gängige Praxis, sich was beim Nachbarn auszuleihen. Also zumindest, wenn ich meine Mutter beobachte, da ist im Haus, die leihen sich ständig gegenseitig irgendwelche Sachen aus. Ja, das Gefühl habe ich aber auch ganz oft, weil ich mir immer denke, also ich merke es bei mir selber auch, dass ich immer so diese Hemmung davor habe, auf fremde Menschen zuzugehen, die irgendwie in der Nähe wohnen, und mich dann auch frage, ja, warum sind die überhaupt für mich fremd? Das sind ja eigentlich meine Nachbarn. Also eigentlich wohnt man ja in der Nähe, man sollte sich irgendwie kennen, aber ich habe das dann trotzdem, dass ich dann denke, ja, ich traue mich jetzt gar nicht so danach zu fragen, weil ich mir dann denke, oh, eigentlich ist ja nichts dabei, aber ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass es in unserer Gesellschaft irgendwie erstmal wieder so verankert werden muss, dass man sich da auch irgendwie verantwortlich fühlt, auch Dinge zu teilen, weil ich glaube, viele würden auch sagen, ja, ich finde es irgendwie doof oder ich habe Angst, dass der das kaputt macht, ich kenne den gar nicht so gut. Das ist nämlich dann auch so ein Punkt, wenn man minimalistischer lebt, dann muss man ja auch irgendwie so darauf achten, dass das Hab und Gut irgendwie immer quasi so heile bleibt und ja. Ja, doch, also man investiert auch schon Zeit dann in Dinge zu reparieren, auf jeden Fall. Aber so gerade so diese Kommunikationsebene, was du gerade sagtest, irgendwie vielleicht auch Angst haben, dass man da Ablehnung erfährt oder die Leute dann da keine Lust drauf haben. Mir hilft es immer, also so als psychologische Stütze mitzubedingen, wie schlimm fände ich es denn, angesprochen zu werden, ob man mal kurz irgendwie meinen Staubsauger ausgeliehen haben kann oder so. Ja. Oder hätte ich ein Problem damit, mir mit meinem ganzen Haus eine Waschmaschine zu teilen? Und hätte ich nicht. Aber wie gesagt, ist bei jedem anders, und im Zweifel fragt man und derjenige sagt, nee, möchte ich leider nicht, und dann akzeptiert man das und das ist gut. Also viel Schlimmes kann dabei nicht passieren. Ja, Und ja, stimmt. diese Angst davor, dass was kaputt gehen kann, klar hat man die hin und wieder schon, wenn man Sachen verleiht. Ich wohne in der WG, da geht ständig irgendwas kaputt. Aber dann denke ich mir, okay, das sind ja halt auch Gebrauchsgegenstände, und die sind dafür da, dass man sie nutzt, bis sie halt kaputt gehen, oder dann repariert man sie im Zweifel, bevor sie halt, in den meisten Haushalten liegt es halt in der Ecke und verstaubt, und dafür ist das Material zu schade und auch ja das Geld, was man mal, und die Zeit, die man mal da rein investiert hat. Ja, also ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auch relativ wichtig, dass man überlegt, okay, welche Dinge brauche ich unbedingt? Weil ich glaube, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, so eine Waschmaschine oder so, würde ich, glaube ich, vielleicht doch nicht unbedingt teilen. Weil wenn die dann kaputt geht, müsste ich ja meine Wäsche mit der Hand waschen. Und wenn es dann nur eine Waschmaschine quasi so in der Nachbarschaft geben würde, wäre das schon hart. Und wenn ich dann darüber nachdenke, so gerade wenn man mit mehreren Leuten schon zusammen wohnt, dann fällt ja auch viel Wäsche an wahrscheinlich. Also so zumindest bei den meisten Leuten, die ich kenne, weil man ja, wie gesagt, wenn man nicht minimalistisch ist, hat man ja auch viel Kleidung. Also dann muss man ja auch anfangen, erstmal weniger Kleidung zu haben, damit man weniger waschen kann. Aber egal, wie viel Kleidung du hast, du wirst wahrscheinlich immer die gleiche Menge waschen, weil du die meiste Kleidung, die du hast und gar nicht brauchst, ja auch nicht Ja. trägst. Also man hat ja nicht auf einmal unbedingt mehr Wäsche, weil man mehr Kleidung hat. Also ich muss auch regelmäßig Wäsche waschen, und Ja. da kommt auch immer wieder was zusammen, und auch mehr als eine Wäscheladung auf jeden Fall.
Und da bin ich immer froh, wenn ich mit meiner WG zusammenwasche und wir dann zusammen noch eine Maschine voll kriegen, weil ich manchmal zu wenig habe oder die auch. Und von daher, also in Gemeinschaft waschen finde ich mittlerweile viel praktischer. Und so also dieses Beispiel angenommen, die ganze Nachbarschaft hätte jetzt eine Waschmaschine und die gehen kaputt. Wie viele Leute würden Zeit und Wille darin investieren, die wieder repariert oder heile Ja, zu bekommen, okay. weil alle ja davon abhängig sind. Und das ist ja irgendwie, also dann wird es auch als gut wieder anerkannt, dieses Gerät. Diese Wertschätzung für das Gerät wäre vielleicht, hier bei einer Waschmaschine hat man schon eigentlich noch eine relativ hohe Wertschätzung Ja. gegenüber vielleicht so einem Smoothie-Mixer oder so. Aber das ist eigentlich auch etwas, wo die Leute dann erkennen, okay, das brauche ich jetzt unbedingt, das muss repariert werden, da muss ich mich drum kümmern. Ja, ich finde das gerade voll spannend, mit wie vielen Ängsten Minimalismus ja auch verbunden ist, wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, okay, ich verliere da was und ich habe Angst davor, was zu verlieren, was herzugeben, weil ich dann irgendwie, keine Ahnung, ich merke dann doch bei mir selber auch, dass ich noch nicht so an dem Punkt bin, wo ich das Gefühl habe, ich brauche das alles nicht, weil ich dann immer noch so diese klassischen Gedanken habe, so ja, irgendwann kommt die Zeit, da brauche ich das nochmal. Und was, wenn irgendeine Extremsituation auftaucht, keine Ahnung. Also ich glaube, da bin ich dann vielleicht auch ein bisschen paranoid, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielen Leuten so geht, dass man dann irgendwie denkt, ja, wenn ich jetzt nochmal irgendwie zelten gehe oder keine Ahnung, es bricht eine Apokalypse aus, alle sind auf sich gestellt und ich brauche jetzt irgendwie so diesen extrem hässlichen großen Pullover, den ich nie getragen habe. Ja, oder wenn zum Beispiel etwas super teuer war, oder ich habe irgendein, keine Ahnung, ich finde, in der Küche ist es nochmal was anderes, wenn ich zum Beispiel Nahrungsmittel gekauft habe, die ich gar nicht mehr verwende und ich habe die geschenkt bekommen, ja, traue ich mich halt auch nicht, die wegzugeben oder teilweise so richtig loszuwerden, weil ich mir dann denke, ja, irgendwann kann ich das nochmal verkochen oder ich kann das nochmal für irgendwas anderes verwenden. Und bei Kleidung ist es ja noch krasser oder bei anderen Sachen, die man nicht essen kann, weil Ja. die wird man ja noch viel schlechter los eigentlich. Ja. Ja, das ist so eine bekannte Angst, vor der ich auch immer mal wieder stehe. Also auch wenn man sich schon jahrelang mit dem Thema beschäftigt, heißt das nicht, dass man dann da frei von ist. Also mein klassisches Beispiel ist mein Abschlussballkleid. Dieses Abschlussballkleid versuche ich seit ungelogen 6 Jahren loszuwerden und keiner will es haben. Und irgendwie war ich auch schon echt kurz davor, das zu spenden und dachte mir, egal wie teuer das war, du brauchst es nicht, es liegt hier rum. Und dann kam letztes Jahr die Situation, wo ich es gebraucht habe, weil da war ich auf eine Hochzeit eingeladen, dachte, cool, ich brauche ein Beikleid, das passt genau. Und danach habe ich das schon wieder in Frage gestellt, will ich das wirklich loswerden, weil dann kommt die Situation, du brauchst es. Und das sind echt schwierige Kisten. Also im Endeffekt, weiß nicht, es war auch eine Frau auf der Hochzeit, die habe ich gesehen, die war in einem normalen Blümchenkleid da, wo ich dachte, ich hätte auch einfach. Also muss es jetzt ein Ballkleid sein? Das ist Ja. ja auch, ne, das ist ja, muss man für sich selber entscheiden, wie man aussehen will. Oder man hat dann halt nur noch ein Ballkleid und nicht, ich glaube, meine Mitbewohnerin hat bestimmt fünf, sechs. Also braucht man fünf, sechs Ballkleider. Also da muss jeder seinen eigenen Weg auch wieder finden, was für einen das Richtige ist. Ja, ich kann mir vorstellen, dass dann auch irgendwie so diese Angst hintersteckt wieder, dass man irgendwie nicht passend gekleidet ist oder dass man für jeden Anlass, sag ich mal, gewappnet sein muss und dass man irgendwie immer so das Richtige im Schrank haben muss. Ja, weil man irgendwie vielleicht auch Angst hat, dass man dann schief angesehen wird, wenn man das Falsche trägt oder irgendwie nicht angemessen angezogen ist. Also. Ja, das ist schon auf jeden Fall eine Angst, die da mit reinspielt. Und auch ein weiteres Problem ist, dass man nicht so die Möglichkeit hat, einen Plan B aufzufahren. Also es gibt in manchen größeren Städten schon so Kleidertauschorganisationen tatsächlich. Ich glaube, ich meine, in Hamburg oder Berlin war eine. Da kannst du dir so Kleider mieten oder ausleihen für solche Veranstaltungen. Das finde ich super praktisch, aber das hilft dir halt nichts, wenn du auf dem Dorf wohnst. Und ja, also ich hatte auch noch die Hoffnung, dass sich das irgendwo wann entwickelt oder ich vielleicht auch sonst mein Kleid mal ausleihen kann. Aber viele Leute haben ja auch sehr unterschiedliche Maße und Größen. Und ich wüsste genau, wenn ich mein Kleid hergeben würde, ich finde nicht so leicht eins in meiner passenden Größe wieder, wenn man nicht so diese Casual-Größen hat, die es halt gibt. Ja, und dann, das ist dann natürlich noch mit mehr Angst verbunden. Vielleicht habe ich auch deswegen noch dieses Beikleid. Wer weiß, warum es immer noch in meinem Schrank hängt. Ja, ich habe auch den Eindruck, man wird da irgendwie wählerischer, wenn man minimalistischer wird, weil man das Gefühl hat, okay, ich finde jetzt das, was ich da brauche, nicht in jedem Laden und nicht immer über
über die nächste Ecke oder so. Und ich kann es mir vielleicht auch nicht von meiner Freundin leihen, weil sie nicht die gleiche Größe hat. Und Voll. da denke ich mir dann auch immer so, ja, vielleicht ist es auch erstmal sinnvoll, das nicht gleich wegzutun, weil ich dann denke, es ist vielleicht auch natürlich, dass man Sachen erstmal aufbewahrt. Also vielleicht gehört es dann zum Minimalismus auch dazu, dass man sagt, das ist jetzt erstmal ein Zwischenstopp zum weiteren, fortgeschritteneren Ja. Minimalismus. Ja, es ist ja auch wie die Frage, welches Ziel du für dich verfolgst. Also warum willst du überhaupt minimalistischer leben? Also auf was fokussierst du dich? Und wenn dein Ziel ist, irgendwie, ich möchte, dass es bei mir aufgeräumter aussieht, und dann kannst du es auch erstmal in den Keller packen. Für mich kam dann halt irgendwann der Gedanke auf, okay, ja, ich weiß, dass es noch im Keller liegt. Ich habe es genau noch im Kopf gehabt, und gerne sammeln Leute ja auch im Keller weiter. Also es kann ein Zwischenstopp auf jeden Fall sein. Aber auch eigentlich ist es eher so eine krassere Erkenntnis über dich, was du eigentlich brauchst. Also dieses, du hast schon angefangen, in Frage zu stellen, ob dieses Teil, was du gerade eigentlich hast, deine Bedürfnisse überhaupt befriedigen kann und was du brauchst, damit deine Bedürfnisse befriedigt sind. Und damit wird man immer spezieller. Und ich merke das bei mir gerade auch, dass ich viel spezieller auf der Suche nach Sachen bin als früher und ganz andere Kriterien entwickle. Und lerne mich dann halt auch darüber noch mal ein bisschen anders kennen. Das ist auch ein total spannender Prozess. Ja, also ich habe da ja auch gerade erst mit angefangen mit dem Thema und ich finde es total krass, weil ich habe so das Gefühl, auch jetzt zum Beispiel, wir reden jetzt viel über Kleidung, aber es ist gerade für mich auch im Fokus, dass ich gemerkt habe, wenn ich das jetzt aussortiere und dann weniger konsumiere, dass ich mich so ein bisschen irgendwie so lost fühle innerlich, so ein bisschen leer, weil ich das Gefühl habe, okay, ich habe jetzt nicht mehr diese Befriedigung durch den Kauf und wie gehe ich damit um, quasi um das so zu ersetzen? Ich habe jetzt mit Yoga angefangen und auch mit Meditation und merke, okay, das ist eine gute Ersatzbefriedigung, weil ich mich dann quasi nicht mehr so von den Kleidungen beeinflussen lasse, die ich trage, sondern mehr von dem Inneren. Und keine Ahnung, hast du noch einen weiteren Tipp für mich, was ich noch tun kann? Ja, ich war auch viele Jahre lang so viel auf Kleiderkreisel und Co. unterwegs und habe immer geguckt, oder man geht durch die Stadt und man sieht doch noch mal einen Teil. Und tatsächlich gehe ich kaum noch durch die Stadt. Einfach auch, also ich will gar nicht mehr so viel konsumieren. Also die Stadt momentan ist für mich ein Ort des Konsums. Und wenn ich dann doch mal was brauche, dann kann ich gezielt hinfahren, aber sonst zieht mich da eigentlich gerade nichts mehr so hin. Und ja, online bin ich auch nicht mehr so viel auf solchen Seiten einfach unterwegs. Also ich merke das bei mir auch, dass wenn Stress kommt, dann neige ich schon eher zum Shoppen und beobachte das gerade auch voll in meiner WG. Alle sind gerade am Stress shoppen. Aber das kann man ja auch. Man kann das ja registrieren und lernen. Und man kann merken, okay, ich bin hier gerade irgendwie voll auf einer Seite und bin hier gerade irgendwie voll am Shoppen. Und dann, also ich bin mittlerweile davor, bevor ich auf diesen Kaufen-Button oder irgendwas drücke, denke ich nochmal drüber nach. Brauche ich das jetzt wirklich? Warum will ich das jetzt kaufen? Erfüllt es jetzt wirklich einen Zweck? Ist es jetzt sinnvoll? Sind meine Sachen kaputt? Kann ich sie nicht reparieren? Habe ich zu wenig? Und meistens schlafe ich tatsächlich auch eine Nacht drüber, bevor ich irgendwas kaufe, weil ich sonst Impuls kaufen würde. Und das hat mich schon vor so vielen Käufen bewahrt. Ja, das finde ich ist nochmal ein richtig guter Gedankengang, den ich für mich auch nochmal behalten werde, weil ich halt auch häufig dann Impulskäufe gemacht habe und mir dachte, oh Scheiße, eigentlich habe ich so ein ähnliches Ding schon zu Hause, deswegen finde Auch ich das. beim Flohmarkt und das Secondhand, da hat man ja meistens nicht die Möglichkeit, am nächsten Tag nochmal zu Ja. überlegen. Also ich probiere die Sachen wirklich viel bewusster an. Also ich spüre, gefällt mir der Stoff, wie ist der Schnitt, wie kann ich mich drin bewegen? Habe ich irgendwie ein unwohles Gefühl an irgendeiner Stelle? Gibt es irgendein Manko daran? Und dann überlege ich lieber nochmal. Und wenn es sich schon von Anfang an super anfühlt, hat es sich meistens auch als weiterhin gut erwiesen. Und wenn ich Teile doch mitgenommen habe, wo ich am Anfang schon Grummel hatte, habe ich sie im Nachhinein doch wieder aussortiert. Da kann man schon echt gut aufs Bauchgefühl auch achten. Okay, super. Ich möchte noch mal ganz kurz das Thema skippen, weil ich finde, wir haben jetzt viel über materialistische Dinge geredet und ich würde gerne noch einmal über dieses eine Thema reden, dass Minimalismus ja nicht nur bedeutet, dass ich weniger Dinge, die materialistisch sind, besitze, sondern auch in meinem Inneren aufräumen kann. Ja, willst du da direkt was zu sagen? Ja, also wenn man nicht mehr so viel konsumiert, hat man im Zweifel vielleicht sogar mehr Zeit, die man füllen kann.
Und das ermöglicht einem halt auch viel mehr darüber nachzudenken, also psychologisch auch vielleicht zu minimalisieren. Womit beschäftige ich mich eigentlich den ganzen Tag? Oder was, also man kann ja auch konsumieren, ohne direkt zu kaufen. Also zum Beispiel den ganzen Tag vor Netflix sitzen. Ich meine, okay, das bezahlt man dann ja auch irgendwie, aber oder welche Bücher lese ich? Mit wem verbringe ich eigentlich meine Zeit? Oder was mache ich generell in meiner Freizeit? Ist das sinnvoll? Bringt mich das weiter? Oder sitze ich den ganzen Tag eigentlich nur und scrolle durch Instagram durch und werde einfach nur unglücklich? Und da kann man auch dann natürlich schauen, wie möchte man seine Zeit denn eigentlich verbringen? Ja, okay. Und meinst du, ist es dann sinnvoll, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte minimalistischer werden, was mein Privatleben angeht, wenn ich dann zum Beispiel schaue, okay, ich habe irgendwie so ganz viele Bekanntschaften und es macht nicht so richtig viel Sinn, wenn ich die halte. Oder es gibt ja zum Beispiel auch so toxische Freundschaften oder sogar toxische Beziehungen. Meinst du, ist es dann auch eine Art von Minimalismus, wenn ich mich von solchen Dingen trenne, wenn ich da mehr drauf achten würde? Also, ich hatte schon viele toxische Freundschaften oder Ja. Bekanntschaften in meinem Leben. Ich kenne auch tatsächlich Leute, die sich entschieden haben, diese Menschen wegzuminimalisieren, in Anführungsstrichen. Ich weiß es nicht. Ich finde es irgendwie schwierig, weil das geht ja auch mit einer Bewertung von anderen Menschen einher. Und natürlich wirst du Menschen in deinem Umkreis haben, die nicht perfekt zu dir passen. Und das kann ja trotzdem eine wertvolle Freundschaft haben. Aber wenn du das Gefühl hast, da sind Menschen, die dir wirklich nicht gut tun eigentlich, die dir irgendwie gar keine Freude bereiten, die dir nicht zuhören, die dich nicht weiterbringen, die irgendwie auch eigentlich gar kein Interesse an dir haben und dich, sag ich mal, nur mit dir schmücken wollen oder was weiß ich nicht, dann kann das auch ein Schritt sein zu sagen, warum sollte ich meine Zeit damit überhaupt verbringen? Also viel ist dieser Prozess der Bewusstmachung, so um das zusammenzufassen, sich wirklich bewusst zu überlegen, so was mache ich eigentlich? Sich die Zeit dafür zu nehmen, was mache ich eigentlich und ist es sinnvoll, will ich das eigentlich machen, weil das kommt im Alltag oft zu kurz. Ja, okay. Und eine Frage, die mir irgendwie noch auf der Seele brennt, ist, gibt es sowas wie minimalistische Gedanken oder so? Oder minimalistisches Gedankengut? Weil ich denke mir immer so, häufig hat man es doch irgendwie, dass man sich viel zu viele Gedanken macht. Und kann man da irgendwie auch lernen, sich weniger Gedanken zu machen? Geht das irgendwie? Ja, das geht durchaus, aber ich glaube, also ich bin da auch noch voll dran. Das ist ein ewiges Training. Also ich bin Mensch, ich reg mich relativ schnell über Sachen auf und ich bin auch sehr impulsiv. Und ich bin auch dabei, dann mich innerlich zu stoppen und zu fragen, okay, was bringt es mir jetzt? Also ist es jetzt gut, um meinen Ärger loszuwerden? Das kann ja auch eine Funktion sein. Oder steigere ich mich da jetzt einfach sinnlos rein? Und ja, ich habe schon öfter dann Gedankengänge abgebrochen, weil ich gedacht habe, das ist jetzt einfach, das führt zu nichts und das kann richtig schön sein dann, wenn du begreifst, okay, jetzt kann ich damit aufhören, das Thema ist für mich beendet und jetzt mache ich was für mich Sinnstiftenderes. Okay, ja, sehr cool. Ich glaube, an der Stelle können wir eigentlich schon sagen, dass wir ziemlich viel besprochen haben. Ich würde als Fazit sagen, dass Minimalismus total viel umfasst. Und als Abschlussfrage würde ich vielleicht noch fragen, ich weiß nicht, ob du darauf eine Antwort weißt, aber gibt es irgendein Ding, auf das du nicht verzichten kannst? Ich habe mal versucht, so eine Top zu erstellen, so, weil auf ein Ding habe ich es nicht geschafft. Was für mein Leben absolut notwendig ist, ist meine Trinkflasche und mein Fahrrad. Also das sind wirklich so die Top 2 und Musik. Also in Form von was auch immer. Ich liebe Musik und wenn ich das missen müsste, so wie meine Freunde, die ich jetzt nicht zu Dingen zählen würde, ja, das wäre furchtbar. Ja, also ich glaube bei mir, es fällt mir total schwer, mich auf eine Sache zu reduzieren, aber ich glaube, es ist tatsächlich mein Kuschelkissen oder Oh, mein schön. Seitenschläferkissen, weil ich habe einfach gemerkt, wenn ich außer Haus schlafe, ohne dieses Kissen schlafe ich nicht so erholt und keine Ja. Ahnung, deswegen würde ich das schon als wichtigstes Teil meines Lebens bezeichnen. Ja, klar, Schlaf ist unfassbar wichtig. Ja, genau. Richtig toll. Gut, ich würde sagen, damit
beenden wir diese Podcast-Folge. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Ja, mir auch. Danke. Genau. Und das nächste Podcast-Thema kenne ich leider noch nicht, aber es wird bestimmt auch sehr spannend werden. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend. Tschüss.